Das Waldviertler Hoftheater besteht schon seit 31 Jahren. Wir sind jetzt gerade in der 31-jährigen Spielsaison. Mein Vater Harald Guggenberger und meine Mutter Stella Hierländer haben das aufgebaut vor 30 Jahren, mit dem Wolfgang Böck auch gemeinsam. Und letztes Jahr ist leider mein Vater verstorben und seitdem habe ich das Waldviertler Hoftheater übernommen. Und normalerweise spielen wir immer von Mai bis Dezember, das wird auch weiterhin so bleiben. Und wir haben so ungefähr Spieltage, so 110 Spieltage im Jahr. Und unser Hauptaugenmerk liegt eher auf den Eigenproduktionen. Wir haben immer 4 bis 5 Eigenproduktionen und dann sind viele Gastspiele auch noch. Die KI hier reagiert auf nichts. Weder auf Hack noch Patch noch Quick and Dirty. Ich versuche mich mal an der Hardware. Ich fasse mich nicht an, okay? Ronnie, die Person wird zunehmend aggressiver. Ich bräuchte jetzt aus der Zentrale mal einen Tipp, was ich tun soll. Hast du denn den Computer von sich an? Nein, das ist keine der üblichen Virusreaktionen. So, ich mache mich nochmal an die Hardware. Habt ihr gesagt, du sollst mich da anfassen, okay? Stellen lassen, wenn sie wollen. Die wollen ihn in die Tonne hauen. Ja, und dich gleich hinterher, Muckelchen. Die wollen ihn umbringen. Ronny, was mache ich hier mit der zweiten KI? Wir müssen das Unternehmen einmal sofort. Ich glaube nicht, dass die eine von uns ist. Also, ziemlich miese Optik, schlechte Verarbeitung. Wenn du mich fragst, sieht aus wie chinesische Billigware. Wie bitte? Hat er gerade chinesische Billigware zu mir gesagt? Okay, ich check mal die eine KI und kümmere mich dann später hier um diese Plastikkübel. Plastikkübel? Was für ein Plastik? So, Muckelchen, noch ein Wort, noch eine Bewegung und du landest hier genauso im Ruhezustand. Haben wir uns verstanden? Geht doch. Ja, grundsätzlich wird sich nicht viel ändern beim Waldviertler Hoftheater. Das Programm wird sehr ähnlich wieder sein, bunt durchgemischt, so wie es mein Vater immer gemacht hat. Was wichtig ist, dass der Qualitätsanspruch bleibt und es wird bleiben. Und es soll auch weiterhin ein Theater für die Leute bleiben. Ronny, check mal Papa 2.0, ob die eine von uns ist. Also rein optisch tippe ich auf China. Korea könnte auch ein indisches Produkt sein. Ronny, KI, ist rote gefahren, ich bring die Kleine jetzt nach Hause. Und sie kommt einfach so mit? Ja, na klar, ab ins Werk. Und wenn sie Glück hat, dann verpassen die ja noch eine ziemlich dringende Schönheitsoperation. Scheint wirklich ein indisches Produkt zu sein. Die Inder, die produzieren jetzt verstärkt am Erotikmarkt. Der Trend zum Kuschel-KI, der wird immer stärker. Nicht mehr lange, wir haben hier den perfekten Sexroboter. Na, Süße, wie wär's mit uns zwei? Pfoten weg, ja? Du stehst auf Spielzeuge, das gefällt mir klar. Ey, fass mich nicht an! Aber 2.0 gibt für den Konsumenten eine Vielzahl an Dienstleistungen. Fängt ihr an, mich hier anzupackern? Neben den klassischen Haushaltstätigkeiten können Sie Pharma 2.0 jederzeit für sexuelle Bedürfnisse aller Art verwenden. Mann, ich stehe hier vor einem indischen Sexroboter, was soll ich tun? Pharma 2.0 ist allzeit bereit und lässt Männerherzen höher schlagen. Papa 2.0 verfügt über ein Repertoire von 150 Stellungen und Praktiken aus aller Welt. Mit Amy könnten Sie vielleicht mal... Ich? Ja, natürlich! Ja, das Programm 2016, also neben Oliver 2.0 der Uraufführung, haben wir noch Arsen und Spitzenhäubchen, das ist eine Krimi-Komödie, ein Klassiker. Dann spielen wir auch noch Shirley Valentine, ein Frauenstück. Und dann kommt auch noch Die Wahrheit mit Oliver Bayer. Und ich freue mich, wenn Sie uns besuchen im Waldviertler Hoftheater. Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Meine Fräulein, darf ich um diesen Tanz bitten? Wir fangen auf eins an. 1, 2, 3.
One, two, three, on fire. We are most nice. Achtung, Drehung. Lächeln, Drehung zurück. Haltung. Und Drehung. Beide Hände. Nach rechts und ich in dieser Worte.